Liebe Freunde, ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe Concealed kommentiert. Das letzte Video, was ich gemacht habe, das war ja über die Legalisierung von Cannabis. Das ist jetzt nicht gerade durch die Decke gegangen. Das ist vielleicht jetzt auch nicht ein Thema, da muss ich dem einen oder anderen recht geben, was hoch in der Agenda steht. Wir haben natürlich wirklich derzeit auch andere Schwierigkeiten. Und dazu kommt, ich bin selber auch nicht ganz unfroh darüber, dass das Thema Legalisierung Cannabis derzeit gar nicht auf der Agenda steht, politisch. Ich habe ja gesagt, ich sehe das eben differenziert, aber eben tendenziell auch eher negativ mit der Legalisierung. Aber gut, es müssen immer mal wieder solche Videos von mir dazwischen kommen, denn ich möchte mit diesem Kanal auch einen Mehrwert bieten für Menschen, die von einem Polizeibeamten gerne mal die Sichtweise zu bestimmten Themen hören wollen. Nicht nur Kommentare, sondern eben auch ein paar so eine Art Erklärvideos. Ne? Mir schwebt auch vor, dass ich mal erkläre, wie so eine Fahrzeugkontrolle abläuft. Für Menschen, die das noch gar nicht mitgemacht haben. Es gibt immer wieder Leute, die haben das noch nie erlebt und sind total aufgeregt. Oder aber wie wir, also natürlich nicht taktisch, aber was passiert bei einer Wohnungsdurchsuchung? Ja, das sind solche Sachen, die ich gerne mal darlegen möchte, um da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen für viele. Und deswegen möchte ich solche Videos einfach immer mal wieder einfließen lassen. Ich glaube, das gehört zu diesem Kanal dazu, dass einfach Leute das auch finden, wenn sie hier danach suchen. Aber, und das ist mir sehr wichtig, ich möchte eben auch zu aktuellen Anlässen Kommentare abgeben, die aus meiner persönlichen eigenen Sicht kommen, die natürlich nicht irgendwie die Meinung der gesamten Polizei darstellen sollen, sondern meine persönliche Sichtweise, die natürlich geprägt ist von meiner beruflichen Erfahrung. Und wir müssen heute mal anfangen mit einem etwas beunruhigenden Thema. Und das ist der gute Marc Gardemann. Der Marc Gardemann, der besitzt einen YouTube-Kanal, Political Channel heißt der. Und der Marc Gardemann, der scheint sich leider im Moment in einer Art psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Ich hatte hier eine Abonnentin, die so ein bisschen um Hilfe gerufen hat in den Kommentaren. Dann habe ich mir das mal angeschaut. Und ich denke mal, dass einige von euch diesen Kanal kennen. Und es sieht danach aus, dass der Marc wohl akut unter einer Psychose leidet oder ja unter einer Art Nervenzusammenbruch. Und ich finde, darüber darf man auf gar keinen Fall spaßen. Er hat für viele YouTube oder für viele Follower auf seinem Kanal hat er wertvollen Content geliefert. Er hat sich um Recherchen gekümmert und versucht, Dinge ans Licht zu bringen, die sonst so nicht so präsentiert werden. Allerdings möchte ich auch Folgendes dazu sagen. Ich habe mir das jetzt ein bisschen angeguckt auf seinem Kanal und ich würde sagen, das ist ja der richtige Zeitpunkt, wo ich mal den Desktop einspiele. Ich habe mir das ein bisschen auf seinem Kanal angeschaut und ja, ich möchte da keinem zu nahe treten. Und übrigens, ihr seht auch hier, hat so ein rotes Kreuz eingespielt. Ich nehme an, dass er jetzt glücklicherweise in medizinischer Behandlung ist und dass es ihm hoffentlich demnächst besser geht. Ich will nur am Rande kurz erwähnen, das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, aber mein professioneller Blick auf die Sache, der lässt mich direkt stutzig werden, wenn ich sehe, dass er, das hört sich vielleicht merkwürdig an, aber das sind diese Signale, die da sind, dass er sich gerne sehr zugeknöpft zeigt. Ja, dass das Hemd bis oben hin zugeknöpft ist. Das ist optisch schon ungewöhnlich. Und dass er zum Beispiel auch unter seinem Bild stehen hat, Internet-Legende. Ich weiß nicht, ob das scherzhaft gemeint ist oder ob das eher ernst gemeint ist. Und dann spricht er eben auf seiner Website von sich in dritter Person. Ja, also er stellt sich hier so vor, nicht mit das habe ich getan oder ich tue das hier, sondern beschreibt sich in dritter Person. Das ist, ja,
Das ist immer so, das sind für mich Anhaltspunkte, wo ich sage, vielleicht liegt da was im Verborgenen, was da mal bearbeitet werden muss. Und ja, wenn ich jetzt diese Videos von seinem Kanal sehe, wo er durch Kirchen läuft in Aachen und wie im Wahn dort mit Menschen spricht oder Menschen etwas zuruft, ja, die nicht direkt anbrüllt, aber ist halt der Meinung, er sieht in dem Kreuz dann plötzlich ein T für Tavistock oder so. Ich habe mich jetzt mit der Thematik nicht beschäftigt. Also das ist schon, ich glaube, da sind ein paar Sachen im Argen, die von denen ich sehr hoffe, dass er sie in den Griff bekommt. Und ich persönlich bin der Meinung, dass hier schon durchaus ein paar Anzeichen bei ihm vorher zu finden waren. Aber gut, ich will das nicht werten. Ich möchte von dieser Seite nur sagen, von meinem Kanal, ich wünsche ihm wirklich das Allerbeste und dass er die richtige Hilfe bekommt und dass es nicht nur einfach nur Leute gibt, dass er natürlich Leute findet, die sich mit ihm auseinandersetzen, positiv, die ihm beistehen, aber eben nicht nur Redeangebote machen, denn das hilft in solchen akuten Zuständen nicht, sondern dass er wirklich professionelle Hilfe bekommt. Und möglicherweise hat er hier Erlebnisse zu verarbeiten, die eben ziemlich traumatisch waren. Und da wünsche ich ihm von Herzen das Allerbeste. Und ich bin mir sehr sicher, dass er auch sehr wertvolle Dinge auf seinem Kanal präsentiert hat. Obwohl ich den Kanal nicht verfolgt habe, aber es gibt sehr viele, die zufrieden sind mit den Sachen, die er da so herausgefunden hat. Alles Liebe an den Marc. Und ich hoffe, dass wir den bald wieder begrüßen können, ich sag mal alter Frische, und dass er sich weiter steigert und weiter verbessert und ja, einen wertvollen Beitrag liefert. Das ganz kurz zu Marc Gardemann. Der Anlass meines Videos heute ist aber meine ganz große Besorgnis, dass wir auf einen Zustand in der Gesellschaft gerade akut zulaufen, den wir vielleicht nicht mehr einfangen können oder nicht mehr so schnell, dass sich hier ein Zustand entwickelt oder eine Situation entwickelt, die von Hass getragen ist und an der Menschen plötzlich zu leiden haben und wo es vielleicht sogar irgendwann zu Gewalttätigkeiten kommt. Und zwar bin ich der Meinung, dass viel zu viel Hass, viel zu viel Hetze gegenüber Besitzern von SUVs betrieben wird. Ich finde das alarmierend, was gerade passiert. Ich versuche da feinsinnige Antennen zu haben dafür, ob sich in der Gesellschaft etwas zusammenbraut und möglicherweise verselbstständigt. Wir alle kennen diese Beispiele, wo damals diese Horrorclowns aufgetreten sind. Das war plötzlich so ein Trend, der schwappte zu uns rüber auf einmal. Waren überall irgendwelche Horrorclowns und haben versucht, die Leute zu Tode zu erschrecken. Es gibt sogar Horrorclowns, die viel zu weit gegangen sind, die Menschen körperlich angegriffen haben. Ich weiß nicht, was da im Spiel war, ob da vielleicht noch Kokain mit im Spiel war oder irgendwas. Und wo es dann plötzlich auch zu Angriffen, Attacken gekommen ist und eben auch zu Gegenattacken. Und ich meine, dass sogar ein Horrorclown dabei umgebracht wurde. Und zwar in Notwehr. Ich habe dafür jetzt keinen Artikel mehr, ich habe da auch nicht recherchiert, es ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen, die Geschichte. Das sind Dinge, die gestartet werden und die sich plötzlich verselbstständigen und wo dann viele Trittbrettfahrer versuchen, da irgendwie einen inneren Gewinn rauszuziehen und sich daran beteiligen. Und das, sowas darf hier nicht passieren, was zum Beispiel die SUVs betrifft. Ich finde das absolut fahrlässig, was hier gerade betrieben wird, dass man ist ja fast schon dabei, SUV-Fahrer als Naturkiller hinzustellen oder als widerwärtige Menschen. Okay, ich heb mir jetzt meinen Zorn und meine Unverständnis, hebe ich mir fürs Ende des Videos auf. Wir gehen mal eben durch die Fundstücke, die ich hier gefunden habe. Und zwar haben wir natürlich erstmal den Vorfall in Berlin, der das Ganze irgendwie ausgelöst hat. Da kann ich als Polizist nur sagen, wer glaubt, dass ein SUV, dass die Eigenschaft des Unfalles maßgeblich gewesen ist, dass es sich um ein SUV gehandelt hat, der ist also absolut auf dem Holzweg.
Das trifft auch Smartfahrer, das trifft Fahrer von kleinen Limousinen. Das ist passiert bei LKWs. Das kann auch bei Motorrädern passieren, dass die ein oder zwei Menschen umbringen durch einen Unfall. Also, das ist unfassbar, was hier für eine Stimmungslage produziert wird. Gut, weiter. Der Ralf Stegner, der hat sich mit daran beteiligt. In einer unfassbaren Weise. Mir fehlen da die Worte, wie leichtfertig ein hoher Politiker sich zu so einem, zu so einer Sache so unglaublich unsinnig äußern kann. Da ist wohl ein Zitat, das hat er auf Twitter losgelassen: Vorliebe für Straßenpanzer gleicht US-Fable für Waffen. Da muss man sich mal fragen, ob dieser Mann noch alle Tassen im Schrank hat. Als nächstes die Deutsche Umwelthilfe, die sich hier mit eingeschaltet hat. Ich kriege hier ständig irgendwelche Aktualisierungen, ich muss das mal wieder loswerden. Die Deutsche Umwelthilfe war dann auch nicht verlegen, da irgendeinen blöden Satz zuzusagen oder ein blödes Statement abzugeben. Und wie es hier schon im Fokus zu sehen ist, ohne genaue Kenntnis, Umwelthilfe nutzt grausamen Unfall, um gegen SUVs zu hetzen. Also hier wird Stimmungsmache betrieben. Das sind gefährliche Zustände. Es gibt immer Bekloppte in unserer Gesellschaft, die das zum Anlass nehmen, um plötzlich plötzlich eine Art Aktivismus verspüren und meinen, sie müssten jetzt dagegen vorgehen und das auch noch zu Gewaltausbrüchen kommen zu lassen. Ich will nicht hoffen, dass wir das irgendwann sehen, aber ich glaube, dass wir nicht weit davon entfernt sind. Als nächstes Zeitung Die Welt. Ich glaube, ich habe sowas angemarkert. Das ist von heute. Ja, Fundstück, da haben sie einen weiteren Unfall zum Anlass genommen. Erneut zwei Tote bei schwerem Unfall mit SUV. Als ob das die Eigenschaft des Fahrzeuges, dass es ein SUV war, dafür ausschlaggebend war, dass Menschen umgekommen sind. Das ist unglaublich, wie hier Medien auf dieser Welle reiten. Ich habe das weiter unten, glaube ich, angestrichen. Ja, war in dem Artikel nicht. Glücklicherweise, wenn man diesen Artikel weiterliest, dann kommt man weiter unten zu einer gewissen Auflösung des Artikels. Gefährliche SUVs, entscheidender ist die Geschwindigkeit. Da sagt endlich mal einer die Wahrheit. Es wird hier noch weiter und ein bisschen die Taschenlampe da drauf gerichtet, dass es also eher um die Geschwindigkeit geht, als um die, egal mit welchem Fahrzeug. Trotzdem, sei es drum. Also es kann nicht sein, dass große Medien diese Welle auch noch bedienen und damit weitermachen. Gehen wir noch ein Stück weiter, nächste Seite. Da ist es in Düsseldorf zum Vorfall gekommen, dass eine Lokalpolitikerin sich 15 irgendwelchen Passanten gegenüber gesehen hat, die also eine Form von Aktivismus wohl da in sich verspürt haben und die ihr bedrohlich gegenübergetreten sind. Leute, das sind Anfänge. Sowas sind Anfänge von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Das darf hier auf gar keinen Fall Raum greifen. Ich gehe in dem Artikel noch ein Stück weiter runter. Ich habe was angeschrieben. Etwa 15 Personen, durchaus gut gekleidetes Klientel, habe sie in der Düsseldorfer Innenstadt vorübergehend an der Weiterfahrt gehindert. Ein Mann habe sich vor ihren Wagen gestellt, einer bedrohlich ans Seitenfenster. Das war keine besonders angenehme Situation. Meine 83-jährige Mutter auf der Rückbank bekam Angst. Der Hass, der ihr entgegengeschlagen sei, bereitete ihr Sorgen. So eine Grenzüberschreitung ist nicht in Ordnung. Das finde ich allerdings auch. Das ist extrem gefahrenträchtig, weil sich diese Welle fortsetzen kann. Und wenn ich jetzt das Wort Welle benutze, dann erinnert mich das selber auch an den Roman Die Welle, wo solche Sachen anfangen und dann plötzlich eine Eigendynamik entwickeln. Was habe ich hier noch gefunden? Ich muss selber nochmal gucken, weil ich gerade so ein bisschen in Rage bin. So, SUV-Fahrer verursachen weniger Unfälle. Das ist endlich mal ein Artikel, der so ein bisschen die Sache wieder vom Kopf auf die Füße stellt. SUV-Fahrer verursachen weniger Unfälle. Eine Gruppe fährt sie besonders gern. Weiter unten kommt die Auflösung. Ich meine, ich hätte es auch nochmal angemarkert. Ist leider verschwunden, aber ist egal. Es sind die über 60-Jährigen, die zum allergrößten Teil, oder was heißt zum allergrößten Teil, aber die in der größten Gruppe sind, diese Fahrzeuge fahren. Und zwar nicht, weil sie damit protzen wollen, sondern weil diese Autos praktisch sind. Und weil diese Autos
das Einsteigen einfach erleichtern. Nicht nur praktisch im alltäglichen Gebrauch, sondern auch praktisch beim Einsteigen. Und das ist einer der häufigsten Gründe, warum sich Menschen für so ein Auto entscheiden. Hier am häufigsten werden SUVs laut den Verivox-Daten von Männern im Alter von 60 bis 79 Jahren gefahren. Also hier wird auf eine Gruppe von Menschen eingeschlagen, die das überhaupt nicht verdient haben. Die darauf vertrauen, dass ihr Fahrzeug den Umweltstandards entspricht und die einfach ein praktisches Fahrzeug haben wollen. Hier wird eine Welle an Hass erzeugt gegenüber Teilen der eigenen Bevölkerung, die das nicht verdient haben, die nicht gegen Gesetze verstoßen haben, die also keine schlechten Menschen sind. Und das entwickelt eine Eigendynamik oder das kann eine Eigendynamik entwickeln, die, wie ich finde, zu wirklich gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen kann. Und in anderen Städten werden SUVs schon mit irgendwelchen Aufklebern beklebt oder mit Farbe beschmiert. In Berlin haben wir das Phänomen mal wieder, wir hatten es schon mal eine Zeit vorher gehabt, vor ein paar Jahren, jetzt haben wir es wieder sehr verstärkt, dass wohl seit Anfang des Jahres etwa 375 Fahrzeuge angezündet wurden. Damals, als das so raumgreifend war, das Problem in Berlin, stellte sich später heraus, dass ganz viele Fahrzeuge, also ich glaube über 100 Stück, also eine dreistellige Anzahl an Fahrzeugen, von nur einem Täter angezündet wurden. Aber ich finde, dass die Situation jetzt brandgefährlich ist oder viel gefährlicher ist, weil sich viel mehr Menschen auf einmal moralisch berührt fühlen. Die fühlen sich dann auf einer moralisch richtigen Ebene und glauben, sie könnten hier jedes Mittel nutzen, um diesen vermeintlich umweltgefährdenden Zuständen Einhalt zu gebieten oder sie zu bekämpfen, notfalls auch mit Sachbeschädigung oder mit Gewalt gegen Menschen. Das nimmt möglicherweise eine Fahrt auf, die wir nicht haben wollen. Und da kann ich nur von meiner Seite aus sagen, und ich spreche Sie direkt an, Herr Stegner, das ist fahrlässig, damit zu zündeln mit sowas. Tun Sie das nicht, unterlassen Sie solche merkwürdigen, bekloppten Tweets. Ich spreche die Deutsche Umwelthilfe ganz konkret an. Hören Sie auf zu zündeln und Menschen auf andere Menschen zu hetzen, die das nicht verdient haben. Menschen soll man sowieso nicht auf andere Menschen hetzen, egal worum es dabei geht. Aber hier ist ja wohl eklatant zu sehen, dass Menschen betroffen sind, die nichts falsch gemacht haben, die sich ein praktisches Fahrzeug gekauft haben. Das ist absolut unter der Gürtellinie, sowas zu tun. Und ich spreche alle Menschen an, alle vermeintlichen Umweltaktivisten oder Retter der Welt, die meinen, dass sie sowas machen könnten. Das ist widerlich. Das ist abgrundtief widerlich, sich erstens so aufhetzen zu lassen gegenüber eigenen Teilen der Bevölkerung und auch möglicherweise solche Gedanken zu pflegen, die in den Totalitarismus führen. Und die am Ende dazu geeignet sind, Menschen sogar gewalttätig gegenüberzutreten. Ich kann das nicht oft genug sagen. Ich finde das widerlich, absolut widerlich und verachtenswert. Stoppen Sie sofort das Bashing von SUV-Fahrern. Das muss man anders lösen. So, Freunde, ich habe mich jetzt ein bisschen ausgekotzt. Ich glaube, das ist notwendig. Da müssen alle vernunftbegabten Menschen zu aufstehen und sagen, hier ist die rote Linie erreicht, hier ist Ende mit Toleranz gegenüber totalitärem Gedankengut. Jetzt müssen wir mal hier was in Gegenpol setzen und das muss aufhören, sowas. So eine Spaltung der Gesellschaft. Freunde, ich bin in Rage gequatscht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. Unterstützt Peter Weber. Ich hoffe, dass ihr die Videos teilt, die ich mache, dass ihr mich weiter unterstützt. Lasst mir ein Abo da, auch wenn die Abozahlen seit 2 Wochen stagnieren. Soll mich nicht weiter kümmern, ich werde weitermachen. Und kämpft mit mir gemeinsam für die vernunftbegabte Sache. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns bald wieder. Euer Concealed.